zurück, meine Damen und Herren, in meinem bescheidenen Eigenheim hier am 15. April 2024. Soll es dann jetzt mal weiter zur Sache gehen hier bei den lieben Löwen. Ja, ich werde gucken, es hat sich hier, es muss immer in Bewegung bleiben, es muss sich immer was ändern. Sie sehen hier, welche Werte mir attestiert werden. Ich denke, ja, an der Frische muss ich ein bisschen was tun, deswegen werde ich jetzt nur mit eher geringem Einsatz hier trainieren. Allerdings am Mittwoch und Donnerstag normal. Und dann nochmal mit wenig Einsatz. Ja, extra Training mache ich jetzt nicht. Wir spielen gegen den SV Sandhausen. Dürftiges Training hier und heute. Mittelmäßiges Training am Dienstag. Oh, das ist jetzt alles nicht wirklich gut trainiert, aber wir hoffen, dass ich weiterhin hier meine Chancen bekomme, dass wir weiterhin punkten. Ich denke, ich mache hier eine gute Entwicklung durch, bekomme viel Spielzeit für einen Minderjährigen, für einen 17-Jährigen. Und jetzt spielen wir gegen den SV Sandhausen. Ich bin natürlich nicht in der Startformation, ich sitze aber natürlich auf der Bank. Schiedsrichter Kollmann fuhr. Ein kompetenter und harter Mann. Wir sind jetzt hier ja, ziemlich klar der Außenseiter. Aber mal gucken, ob wir hier den Gästen ein bisschen. Erstmal nicht brauche. Und dann geht's los. Und fast direkt aus 1-0 für Sandhausen allerdings. Pariert Skenderovic jetzt mit einer guten Chance. Ein Hin und Her. Tom Tribul, der alte Bremer, ist ja noch dabei. Und Skenderovic überwindet den Sandhäuser Keeper. Und wir gehen in Führung direkt das 2-0 hinterher. Wir führen hier tatsächlich gegen Sandhausen. Direkt doppelt. Okorogic hat hier Glück. Freistoß für Ritzmeier und der Ball trifft den Passwort. Gegen Sandhausen haben noch nicht viele Teams gewonnen in dieser Saison. Wenn ich mich nicht täusche, da ist jetzt allerdings auch der Anschlusstreffer. Ritzmeier mit dem 2-1. Und wir können die Führung zumindest hier in die Kabine schaukeln und retten. Und ja, der Trainer will mich erstmal nicht einwechseln, aber ich lasse ihn machen. Ich bleibe bescheiden und wir müssen gucken, dass wir hier das 3-1 machen. Hat man vor dem Spiel gar nicht erwartet, dass wir hier. Ich habe das natürlich erwartet, aber manch ein Journalist hat das nicht erwartet. Ich werde nicht eingewechselt. Lex kommt für Rieder, Bachmann kommt für Pulkrab. Und es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Hier ist auf jeden Fall ein Dreier möglich. Hier ist allerdings auch möglich, dass die Gäste noch jederzeit zurückkommen können. Die letzten 10 Minuten laufen. Ich werde scheinbar nicht gebracht. Deichmann und Belkaja kommen. Skenderovic noch mal mit der Chance. Und wir machen das 3-1. Das ist jetzt wahrscheinlich der Sieg gegen Sandhausen. Wer hätte das vor dem Spiel erwartet? Wir gewinnen tatsächlich mit 3-1 gegen den SV Sandhausen. Ich bin nicht zum Einsatz gekommen, aber ich freue mich hier natürlich für die Mannschaft. 3 Tore. Skenderovic mit 3 Treffern. Unglaubliche Leistung von ihm. Er war ja natürlich mit Abstand der beste Mann vor über 11.000 Zuschauern. Kriegt hier die Note 1. Und ja, 3 Punkte, mit denen nicht jeder gerechnet hätte. Da gucken wir uns jetzt mal hier das Fußballfachblatt an, was die so schreiben. Von der Bank aus konnte ich nicht helfen, aber wir gewinnen. Aue gewinnt 3-1 gegen Münster. Saarbrücken gewinnt 3-1 gegen Unterhaching. Dresden gewinnt 1-0 gegen Essen. Ingolstadt verliert 1-2 gegen Duisburg. Viktoria spielt 1-1 gegen Regensburg. Mannheim gewinnt 1-0 gegen Halle. Wir gewinnen 3-1 gegen Sandhausen. Bielefeld gewinnt 3-2 gegen Verl im Derby. Und Lübeck spielt 1-1 gegen Ulm. Ja, Sandhausen. Wir sehen in der Elf des Tages Skenderovic, Wilsch, Kretschmer und Steinert. 4 Leute von uns. Wir fast die halbe Mannschaft gestellt. Sandhausen steht auf Platz 1 mit 88 Punkten. Und dann verlieren sie gegen uns. Ja, die sind ja eigentlich auch schon aufgestiegen. Ne? Es sind ja auch nur noch 2 Spieltage. Hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Wir klettern auf Platz 9, wenn wir die Saison hier in der ersten Tabellenhälfte beenden könnten. Das wäre doch was. Ja, es sind nur noch 2 Spieltage. Da war ja schon alles entschieden. Sandhausen, Bielefeld sind schon aufgestiegen. Ist das vielleicht auch der Grund, warum wir da nochmal gewinnen konnten? Aber uns soll es recht sein. Bär ist der beste Torschützenkönig hier. Und heute war es allerdings Skenderovic. Ja, ganz unten in der Tabelle Lübeck, Halle und Verl. Ich glaube, da war das meiste auch sowieso hier schon entschieden. So, Schalke ist schon aufgestiegen. Er hat das schon aufgestiegen. Der HSV hat die Relegation sicher. Ganz unten, ja, Wiesbaden, Elversberg und Osnabrück, die machen es noch unter sich aus. Dann 21 Punkte Differenz auf Platz 15. Aktuell Wiesbaden auf Platz 16. Wenig Bewegung in der Tabelle. Hier Leipzig, die am besten gerade nach wie vor deutscher Meister. 2 Punkte Vorsprung vor Bayern München. Die beiden Teams machen es unter sich aus. Dahinter Dortmund, Wolfsburg, Leverkusen und Frankfurt. Auf dem Relegationsrang ist Bremen schon eingemauert. Das ist schon klar. Darmstadt und Heidenheim sind schon klar abgestiegen. Heidenheim mit dem absoluten Negativrekord ever. Nur 2 Punkte. Minus 57 Tore.
Und die Darmstädter werden genauso absteigen. Ja. Wir. Reiße ich hier schon die Kabel raus. So, wir haben einen großen Coup geliefert hier mit dem 3-2-1 gegen Sandhausen. Ich gucke mal kurz ins Büro. Was geht denn jetzt hier nochmal? Finanzen. Ich habe über 100.000 auf der hohen Kante. 669 Euro Lebensführungskosten. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Was war denn hier gerade nochmal geplant? Ich wollte ja an meiner Homepage basteln Ende April. Dann lasse ich das auch mal alles so, wie es ist. Gehe auf den Trainingsplatz. Trainiere noch wieder. Wir spielen gegen Waldhof Mannheim nochmal ein Heimspiel. Das dürfte das letzte Heimspiel der Saison dann sein. Was dann am Ende der Saison unterm Strich rauskommt. Ob ich nochmal zum Einsatz komme. Tor geschossen habe ich noch nicht, aber einige Torbeteiligung hatte ich schon. Spielpraxis gesammelt. Jetzt nochmal einen ganz guten Trainingsdienstag erlebt. Die anderen Trainingstage soweit in Ordnung, mittelmäßig. Und dann gegen Mannheim, das letzte Heimspiel dieser Saison. Ich sitze auf der Bank, ein Spiel auf Augenhöhe. Der Bär will Torschützenkönig werden, der Skenderovic will es nach wie vor auch allen zeigen. Wenn die beide so gut drauf sind, dann habe ich eher schlechte Karten, was Spielpraxis angeht. Aber es gehört dazu. Von solchen Leuten kann man sich natürlich auch die ein oder anderen Tricks abschauen. Elfmeter für Marcel Bär und der verschießt den Elfmeter, meine Güte. Aber es kann auch so einem gewitzten Bären mal passieren, dass mein Elfmeter mal verschossen wird. So, Schuss von Kota, der Ball trifft nicht ins Tor. Hier fallen keine Tore. Es gibt Elfmeter. Frenesi verursacht den Elfmeter Höger. Auch der Elfmeter wird verschossen. Was ist hier los? Zwei Elfmeter auf beiden Seiten werden hier versiebt. Kein Treffer und dann doch ein Freistoßtor von Dominik Kota. Und wir liegen dann leider 0-1 hinten zur Halbzeit. Hier geht jetzt heute auf einmal nichts oder wenig. Ja gut, man hat einen Elfmeter verschossen. Und dann der Bär Skenderovic. Wir haben hier die dicken Chancen. Treffen nicht. Das könnte dann vielleicht mal noch eine Chance für mich sein, wenn die anderen hier nicht treffen. Der Trainer bringt mich. So, rein geht es hier. Jetzt ist die Minute. So, Lex kommt auch noch für Frenesi. Das ist Konterchance. Gegen Baxter Bahn. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Ah, Zweikampf. Verloren. Und Tor! Daniel Keita-Rüttel sieht hier heute schlecht aus. Da falle ich wie. Und der Schiedsrichter gibt keinen Elfmeter. Meine Güte, das war ein klarer Kontakt. Einen kleinen Krampf noch bekommen im Bein. Und hier und heute sieht es dann schlecht aus für uns. Aber nochmal die Chance hier. Nochmal die Chance. No risk, no fun. Das ist mein Motto. So, so, so. Der Pass auf den kommenden Torschützenkönig, der Bär. Und der Bär verschießt. Und aus, aus, aus. Das Spiel ist aus. Wir verlieren leider mit 0-2 gegen Mannheim. Dann doch wieder einen Dämpfer. Ich habe Spielpraxis bekommen, aber mir hat niemand hier und heute getroffen. Ja, so unterschiedlich können Spiele sein. Ich bekomme hier auch nur die Note 4,25. Der Bär allerdings noch eine schlechtere Note. Skenderovic noch eine schlechtere Note. Ich war hier noch der beste Stürmer von uns. Ja, ich meine, gut, wir werden sowieso die Saison im Mittelfeld beenden. Gucken wir mal, ob wir die Saison noch in der ersten Tabellenhälfte beenden können. Unterhaching verliert 0-3 gegen Bielefeld. Ulm verliert 2-4 gegen Saarbrücken. Essen gewinnt 2-1 gegen Aue. Münster verliert 2-4 gegen Ingolstadt. Regensburg gewinnt 1-0 gegen Halle. Sandhausen gewinnt 2-0 gegen Lübeck. Wir verlieren 0-2 gegen Mannheim. Verl verliert 1-3 gegen Dresden. Und Duisburg gewinnt 3-1 gegen Viktoria. In der 11. Saison ist niemand von uns. Und wir fallen wieder in die zweite Tabellenhälfte. Stehen jetzt auf Platz 10. Haben einen Punkt Rückstand auf Ingolstadt. 2 Punkte Vorsprung vor Ulm. Ansonsten wird keine Bewegung in der Tabelle mehr möglich sein. Der Bär, der beste Torjäger. 3 Tore vor Thalhammer und Serra. Und Wegkamp, der dürfte Torschützenkönig werden. Ansonsten war hier schon alles entschieden. Absteigen tut niemand. In der zweiten Liga jetzt Hertha auf 1.
Und auch Wiesbaden ist sicher in der Relegation. Elversberg und Osnabrück können es nicht mehr schaffen. In der Bundesliga, Bayern hat noch 2 Punkte Rückstand auf Leipzig. Da wird es noch ein Fotofinish geben. Bayern hat die bessere Tordifferenz. Leipzig hat es allerdings selber in der Hand. Auch ein Remis könnte unter Umständen noch reichen. So, auf den Plätzen dahinter keine Bewegung mehr. Und ich habe eine neue E-Mail. Und ja, soll ich jetzt in München bleiben? Bei 1860 denke ich, kann hier für die Spielpraxis dankbar sein. Aber jetzt am Ende der Saison macht man sich dann natürlich doch so seine Gedanken, ob man da nicht vielleicht doch noch vielleicht sich verbessern kann. Ich bekomme ein Angebot von Ferl. Ich denke, das wäre jetzt kein großer Unterschied, keine große Verbesserung. So, mein Zeitbudget gibt noch minimal etwas her, deswegen spiele ich jetzt mal noch so ein bisschen mit dem Tablet und möchte nochmal ein Lob für unseren Michael Kölner aussprechen. Der Trainer fühlt sich geschmeichelt, der Mannschaft stößt die Schleimerei sauer auf, aber so bin ich halt. Ich stoße schon mal Leuten vor den Kopf. Das ist dann halt so, da müssen die Leute mit klarkommen. Und ich möchte auch die Fans loben, ich bin ja ein Schleimer. Die Fans sind begeistert von meiner Zugänglichkeit und Offenheit, das hat mir jetzt auch niemand krumm genommen. Habe ich meine Zeit nochmal sinnvoll genutzt hier. Und komm, liebe Leute, nehme ich Sie noch mit zum letzten Spieltag der Saison. Lassen wir die Saison nochmal ordentlich ausklingen. Gucken, wer deutscher Meister wird. Nochmal hier die letzten Trainingseinheiten. Wobei, wir werden jetzt ja nicht direkt in Urlaub fahren am 5.5. Wir spielen jetzt nochmal gegen Lübeck. Ich möchte da vielleicht auch nochmal ein Tor schießen. Es wird nochmal ein bisschen trainiert hier. Ich denke, es war eine ereignisreiche erste Saison. Schön reingeschnuppert in den Profisport. Habe mich in vielerlei Kategorie verbessert. Gerade mental gelte ich als stark und clever. Bin auch nicht auf den Mund gefallen. Bin sehr von mir selber überzeugt, aber das muss man im Fußball auch, wenn man weit kommen möchte. So, und in Lübeck wird die Saison jetzt zum Ausklang gebracht. Startelf-Einsatz war für mich nicht drin. Ein Spiel, da sind wir sogar der Favorit. Gucken, ob ich nochmal Torbeteiligung hier auf die Reihe bekomme. Ob wir nochmal ein Tor generell schießen können. Der Bär möchte Torschützenkönig werden. Das wird wohl keiner mehr nehmen können. Bei 3 Toren Vorsprung. Aber auch der Skenderovic möchte noch einmal zu lang hier. Hier passiert erstmal nicht viel. Abseits. Torschuss von Skenderovic. Kein Ball. Findet den Ball ins Tor. Und wir gehen hier mit einem 0:0 zum Pausentee. 17 Sekunden Nachspielzeit gab es nur. Ich werde noch nicht eingewechselt. Gucken wir mal, ob ich hier ein halbes Stündchen noch mitspielen darf. Die anderen Stürmer reißen ja hier gerade auch. 11 Meter jetzt allerdings. Und das 1:0. Rieder überwindet Kirschke. Haben wir dann doch getroffen per 11 Meter. Und ich darf noch mal eine halbe Stunde mitspielen. Skenderovic geht raus. Los geht's. Lex kommt auch noch für Moll. Wo ist der Ball? Das Spiel läuft so ein bisschen an mir vorbei, aber der Bär trifft nochmal. Dann dürfte jetzt auch Torschützenkönig werden. Und jetzt ein Pass von Lex und ich schieße selber. Ich schieße per Spann. Ah, das war ein ordentlicher Schuss. Aber der Keeper konnte parieren. So. Konterchance. Mal wieder No Risk, No Fun. Das ist mein Motto. Chance. Und ich versuche es einfach nochmal selber. Der letzte Torschuss der Saison wahrscheinlich für mich. Ah, und auch da kann der Keeper parieren. Ja, nochmal 2 ordentliche Schüsse gehabt. Jetzt darf ich sogar den Freistoß schießen. Nee. Komm, ich versuche es selber. Oh, an die Latte geschossen. Das war nochmal ein Knaller. Jetzt habe ich noch ein bisschen Blut geleckt hier. Schieße aus allen Richtungen. Treffe allerdings das Tor nicht. Aber das Aluminium knallt. Wir haben das Spiel ja sowieso eigentlich schon gewonnen. Zeitspielmöglichkeit. Nochmal zur Eckfahne gehen. Wertvolle Zeit gewonnen. Und nochmal ein 2:0 Spiel gewonnen. Ich habe nochmal einige Szenen gehabt. Ach, habe zum ersten Mal in meiner Karriere Aluminium getroffen. Ein Tor ist mir verwehrt geblieben in dieser Spielzeit. Der Bär ist Torschützenkönig wohl geworden. Wir haben nochmal 2 Punkte geholt. Ich habe eine 3,25 bekommen. Das ist eine okay Note. Kann ich mit leben.
die Saison, meine erste Saison hier vorbei. Sandhausen holt den Titel. Saarbrücken verliert 1-4 gegen Sandhausen. Bielefeld gewinnt 2-1 gegen Ulm. Dresden spielt 2-2 gegen Unterhaching. Aue gewinnt 3-2 gegen Verl. Ingolstadt gewinnt 3-1 gegen Essen. Viktoria spielt 2-2 gegen Münster. Halle spielt 1-1 gegen Duisburg. Regensburg gewinnt 3-2 gegen Mannheim. Wir gewinnen 2-0 in Lübeck. Damit sehen wir, auch Bayern ist doch noch deutscher Meister geworden. Haben die gegen Leipzig gespielt am letzten Spieltag. Das gucken wir uns erstmal unsere eigene Liga an. Bär mit 19 Toren, tatsächlich Torschützenkönig. 3 Tore vor Gerrit Wegkamp von Preußen Münster. Bär auch hier in der Elf des Tages, wie auch Rieder. Wir beenden die Saison im Mittelmaß auf Platz 10. Gönner mit, denke ich, ganz gut leben. 46 Punkte geholt, eine Tordifferenz von plus 4. Sandhausen und Bielefeld verlassen uns, die steigen auf. Regensburg wird in die Relegation gegen Wien Wiesbaden gehen. Dahinter haben wir Mannheim, Saarbrücken, Aue, Dresden, Duisburg, Ingolstadt. Dann stehen wir auf Platz 10. Dahinter Ulm, Viktoria, Köln, Preußen, Münster, Rot-Weiß, Essen, Unterhaching, Lübeck, Halle und Verl mit 10 Punkten auf dem letzten Platz. Aufgestiegen sind Hertha und Schalke in die Relegation gegen Bremen. Geht der HSV Bremen gegen HSV in der Relegation? Das wird ja ein Kracher. Die Papierkugeln werden schon gefaltet. So, Wien Wiesbaden gegen Regensburg, Elversberg und Osnabrück abgestiegen, nur mit 5 respektive 6 Punkten. Dazwischen hat man Hannover, Fürth, Düsseldorf, Rostock, Kiel, Nürnberg, Pauli, Paderborn, Karlsruhe, Magdeburg, Braunschweig und Kaiserslautern. Bayern hat tatsächlich RB Leipzig noch im letzten Spieltag überholt. Haben die gegeneinander gespielt oder wie war es? Bayern ist dann doch deutscher Meister geworden. Standen den Großteil der Saison nicht auf Platz 1, aber haben dann den Titel doch geholt. Typisch Bayern, 88 Punkte geholt auf Platz 2. RB Leipzig, die ärgern sich natürlich schwarz. Dahinter Dortmund, Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim auf Platz 16. Bremen, dahinter Darmstadt und Heidenheim. Dazwischen Frankfurt, Augsburg, Gladbach, Stuttgart, Mainz, Union, Freiburg, Köln und der VfL Bochum. So, ich hatte zumindest ein paar Torvorlagen, kein eigenes Tor geschossen, aber ich denke, ich habe mich ordentlich entwickelt. So, die Hanna und ich, wir sind auch glücklich. Jetzt haben wir auch mal am Ende der Saison ein bisschen mehr Zeit. Ich persönlich, ja, es geht immer besser. Als Profi hat man ja gewisse Ambitionen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Im Jahr meiner Volljährigkeit, was dann in der zweiten Saison gehen wird, ich denke, ich sollte erstmal noch bei den Löwen bleiben. Ich bin aber auch offen für Gespräche und Veränderungen. Ich habe ja hier mit Bär und Skenderovic eine hohe Konkurrenz. Es ist halt die Frage, ob ich die als Padawane betrachte oder eher als Konkurrenz. Bin immer noch keine 18 Jahre alt. So, gucken wir mal. Ich habe aber über 100.000 auf der hohen Kante. Was war jetzt hier am 34. Spieltag? Wie hat Leipzig es noch verschissen? Kann ich denn jetzt nicht direkt zum letzten Spieltag springen? Das ist ein bisschen umständlich, muss man so sagen. Technik von gestern. So. Am 34. Spieltag. Nee, Bayern hat gegen Augsburg gewonnen und Leipzig hat es gegen Leverkusen verkackt. Ja, die werden sich richtig ärgern. Aber Relegation, das wird natürlich auch ein Kracher. Bremen gegen Hamburg. Wiesbaden gegen Regensburg, da werden wir dann gucken, wer im nächsten Jahr mit uns in einer Liga spielt. Was ist denn im internationalen Geschäft noch so passiert? Im DFB-Pokal sind wir auch noch nicht fertig. Ne? Da haben wir Dortmund gegen Bayern im Finale in 2 Wochen. Das wird auch ein Knaller. Supercup, da gab es dieselbe Paarung, da hatte Bayern ja gewonnen. Telekom Cup. Was ist denn der Telekom Cup? Wann wurde der ausgespielt? Ach, im Sommer, ja. Hat Bayern offenbar gewonnen. In der League of Champions. Wie ist da der Stand der Dinge? Sind wir hier schon im Finale? Ja, das ist dann das Finale. Atletico gegen Bayern München. League of Europe. Das ist der BVB gegen Leicester City. Aber offenbar rausgeflogen. Leicester City im Finale gegen Celta Vigo. In der Relegation Bremen gegen Hamburg, das geht direkt in 2 Tagen los. Eine Woche später das Rückspiel Bremen zuerst mit dem Heimrecht. Am selben Tag Wiesbaden gegen Regensburg. Die League of Conference hatten wir auch noch. Da ist das Finale Chelsea gegen Espanyol Barcelona. Das werden wir alles mit großem Interesse beim nächsten Mal noch angucken. Ich habe hier noch ein Vereinsangebot vom MSV Duisburg. Ich schätze den Pavel Dotschev ja sehr. Aber ich denke, ich sollte erstmal noch bei den Löwen bleiben. Und ja, beim nächsten Mal geht's weiter. Ich sage tschüss und auf Wiedersehen. Lassen Sie gerne Abonnements oder dergleichen da. Bye, bye.